Hallo Leute, willkommen beim zweiten Teil von Pimp My Poncho. Der Poncho diesmal ist qualitativ besser. Er ist quasi in der Mitte zwischen Low-Budget-Ponchos und hochwertigen Ponchos. Wie ihr hier seht, gibt es ihn in drei verschiedenen Farben. Ich für mich selber habe diesen in Petrolfarben abgegriffen, den gab es nur einmal. Und wir werden jetzt einen pimpen in Oliv. Man sieht hier, er hat eine eigene Tasche. Er hat Druckknöpfe links und rechts und er hat sogar ein Zugband an der Kapuze, das hat sonst kein Billigponcho. Und ihr seht hier, ich mache das, was ich quasi beim letzten Mal auch gemacht habe. Ich zeige es für diesmal für die Leute, die jetzt zum ersten Mal reinschauen, aber nur eine Kurzversion. Also habe ich erstmal die Ecken mit Klebeband verstärkt und jetzt bringe ich Ösen in den Ecken an. Diesmal allerdings die großen Ösen. Dieser Poncho ist einfach hochwertiger und deswegen hat er die großen Ösen auch verdient. Also das Material ist wirklich viel, viel besser als bei diesen Plastiktüten-Ponchos. Es geht wirklich schon fast in Richtung eines höher qualitativen Ponchos, sagen wir mal. Um die 20, 30 Euro. Was mir im Nachhinein eingefallen ist, was ich beim nächsten Mal anders machen werde, ist die Sache hier mit dem Paracord, mit der extra Schnur an der Öse noch dran. Das werde ich das nächste Mal mit Kabelbindern lösen. Und nicht nur aus dem Grund, um Paracord zu sparen, es geht auch darum, dass der Kabelbinder leichter ist und ich nehme an, im Endeffekt doch auch robuster. Mir geht es da hauptsächlich um die extra Ösen. Wie man das jetzt im Detail macht, möchte ich nicht zeigen. Ich glaube, ich habe es schon mal gezeigt. Ein Wort noch zu den Ösen. Die sind mittlerweile auch teurer geworden und man findet fast nur Komplettsets, keine Einzelösen zum Nachkaufen. Aber let's go out and find out. Und das ist natürlich das richtige Wetter, genau die richtigen Voraussetzungen, um den Poncho zu testen. Ich bringe ihn jetzt etwas höher an, weil ich mich drunter kauern möchte, beziehungsweise ja auch halb stehen. Der Boden ist nämlich nass, ein Liegetest wird es auch nicht geben. Also ich finde, das sieht man förmlich schon bei den Aufnahmen, dass das ein anderes und besseres Material ist als bei diesen ganz billigen Ponchos. Also ich bin von diesen Ponchos wirklich sehr, sehr angetan. Die rocken mich voll sozusagen und ich habe mir gleich so einen kleinen Vorrat angelegt. Ich hatte noch nie so viele Ponchos. Nein, natürlich aber für einige Rucksäcke noch zum Verbessern. Und ihr seht hier, ich habe ihn auch klein schön wieder zusammenbekommen, dass er in seine Tasche passt. So, jetzt kommt noch der Tragetest und der Test, ob ich damit auch gut getarnt bin. Ja, ihr seht mich gar nicht erst jetzt. Ne, ich war ja noch nicht im Bild. Trotzdem sieht man gleich die Farben, beziehungsweise ja, ist ja alles dunkel. Und ich bin schön dem Waldboden angepasst. Aber wie immer soll das kein Werbevideo sein, sondern euch auf die Gedanken bringen, das, was ihr habt, zu verbessern, auch wenn es vielleicht günstig war, da kann man noch was Gutes draus machen. Und in dem Sinne sage ich vielen Dank fürs Reinschauen, geht raus, testet eure Ponchos.